Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Sleeping Dogs. Das letzte Mal haben wir ein paar Nebenmissionen gemacht. Beziehungsweise Gefälligkeiten, Cop-Jobs und... ja, andere Dinge. Diesmal würde ich sagen, fahren wir wieder mal mit der Story weiter. Hab zwar heute leider nicht allzu viel Zeit. Daher wird es wahrscheinlich bloß eine Mission oder zwei Missionen geben. Dieser Aufnahmesession. Aber das sollte uns jetzt nicht davon abhalten, weiterzukommen in diesem Spiel. Was ja wirklich sehr interessanter wird. Und auch mehr mit Waffen-Action zu tun hat. Von daher... lassen wir uns mal überraschen, was auf uns hier noch zukommt. Schade, eigentlich wollte ich versuchen, da einen Rekord aufzustellen. Also, fahren ohne irgendwie einen Unfall zu bauen. Hat leider jetzt nicht allzu gut funktioniert. Und da wir jetzt ein anderes Safehouse haben, müssen wir halt jetzt leider schon ein bisschen einen weiteren Weg fahren, um überhaupt zum Job zu kommen. Aber egal, dann sehen wir ja noch ein bisschen was von der City. Ist ja auch gut. Und hören ein bisschen geile Musik. Und da wir jetzt hier schon vorbeifahren, muss ich den leider mitnehmen, weil der gerade sehr auf dem Weg liegt. Nice. Gesundheitsschrein gefunden, maximal Gesundheit erhöht. Und dann ist der Job gleich um die Ecke, wie es scheint. Schauen, was unser Boss zu sagen hat. Oder auch nicht. Scheint wohl ein Autorennen zu sein. Oh shit. Ich hab sie angefahren. Wollte ich nicht. Und da wir ja jetzt als Cop spielen, muss ich da ein bisschen aufpassen auf Sachschaden und eben Leute zu verletzen. Sonst ist es ein bisschen ein Problem mit den Punkten. Ja, gut. Was war jetzt das bitte? Wir fahren da aber auch wie Scheiße. Ich könnte rammen, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Okay, ja doch. Scheint wohl eine gute Idee zu sein. Okay, jetzt bloß keinen Fehler machen. Haben wir das vielleicht im Sack? Scheint gut auszugehen, nice. First try. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt groß mit Polizeiarbeit zu tun hat, aber okay. Da haben wir einen neuen Upgrade-Punkt. Rückstoßkompensator. Schusswaffen haben einen etwas geringeren Rückstoß und erhöhte Schussfolge. Erhöhter Rammschaden. Das hört sich gut an, denn dann können wir hier später das hier machen
Way findet Schusswaffen im Kofferraum von Polizei wegen. Hört sich gut an. So, ja. Dafür müsste ich ja die Statue abgeben, sonst kann ich die. So einfach ist erledigt. Heißen Tresor 10.000k. Also 10k, nicht 10.000k. Er wäre ein bisschen viel. Ist noch ein Ausrufezeichen und da blinkt auch noch was. Können wir auch gleich mitnehmen. Hätte ich auch näher parkieren können. Aber okay. Noch 4. Noch 5 Schreie, dann haben wir alle in North Point. Finde ich gut. Sage ich nicht nein dazu. Und dann haben wir hier was Interessantes. Way, wir haben 18k Schläger mit vergifteten Klingen in unserem Revier. Zeit sich zu beweisen. Sie wurden vergiftet. Der hat mich doch gar nicht getroffen. Okay, offensichtlich hat er mich doch getroffen. Shit. Fuck! Shit! Okay, ich werde sterben! Shit! Boah, das ist schwierig. 30 Kills muss ich machen. Okay, haben wir kapiert, danke. Jeder Treffer verstärkt den Effekt. Fuck. Kills, Alter. Fucking hell. Das werde ich nie schaffen! Ich hämme die Tasten wie nichts! Fuck! Ich werde sterben! Oh, Goldrausch oder irgendwas! Hau ab! Verpiss dich!
Junge! Fucking hell! Fuck! 6 Kills! Puh. Oh shit, das ist schwierig. Alter, ist das schwierig. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich glaube, da brauche ich fast ein bisschen mehr Gesundheit. Fängt schon super an, wenn ich schon gleich am Anfang vergiftet bin. Kurz etwas Zeit verschaffen. Oh shit! Oh shit! Fuck, 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 fuck! Junge, das ist unschaffbar. Son of a bitch. Weißt du, ich drück die Scheiß-Tasten. Wahrscheinlich ist der Trick einfach zu spammen. Yo! No way ist das schaffbar. Das ist unschaffbar. Okay. Unschaffbar. Vorerst 50k verloren. Nice. Leute, ich brauche ein Auto. Gut, wir kommen ein andermal wieder, wenn ich ein bisschen mehr Energie habe. Hat mich gerade ein bisschen an Cyberpunk erinnert, wo ich da die zwei Zwillinge schlagen muss. Was ich ja auch nie geschafft habe. Da habe ich dann auch irgendwann aufgegeben. Das war jetzt ein bisschen ähnlich wie dort. Von daher versuchen wir das ein andermal wieder. Yeah, he mentioned it the other day. Congratulations. 梗係啦，到時間啦。Peggy 咧就係想準備啲婚禮，咁佢又唔叫 Winston， 我會揾人車佢。咁你啊唔介意啦吧，嚇 ？No problem at all, Mrs. Chu. 好，咁就好啦。啊，走啦，唔該曬。我要多啲雞。 Hello, Wei.
Thanks for driving me around. Yeah, no problem. So, where are we going? The flower shop. I still have to pick the color I want. You won't believe how much work it is to get ready for a wedding. We've been planning for 8 months now, and there's still so much to be done. I'm sure it'll be fine. It better be perfect. My wedding has to be perfect. Ja, natürlich. Natürlich muss sie perfekt sein. So, Wei, do you have a girlfriend? No. My life, it wouldn't be a good idea right now. Your life is why it'd be good. You have to have someone you can be soft with, too, Wei. It's very important. If you're hard all the time, one day you'll forget how to be soft. Then what will you be? If you say so. I do say so. You are family now, Wei. I have to look out for you, just like Winston. After the wedding, I'm gonna find something for you. So how do you get on with Winston's mother? She's a handful. But, you know, her bark is worse than her bite. That I know. How about her meat cleaver? That's worse than her bark for sure. No, she used to scare me, but then one day, I was having a problem with Winston. He wasn't paying enough attention to me, too distracted. And Mrs. Chu gave him a big lecture in front of the whole gang. I thought she might use that cleaver on him. Ever since then, Winston's been an absolute doll. And even though she still yells a lot, I know her heart is in the right place. Well, you're lucky. My mother never liked my girlfriends. I guess it's hard for the moms. Well, I mean, you know, I used to have a thing for blondes, too. And that drove her crazy. Not enough if I went out with a Chinese-American girl, but a whitey? Well, it's good to know she was loyal to her people. No, she's loyal to her prejudices, more like. That, too. Aha. Sie will uns also verkuppeln nach der Hochzeit. Mal schauen, ob das was wird. So, da wären wir. Love is love.